Hi, willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich bin Michael Schartner, freut mich, dass du da seid. Im heutigen Video zeige ich euch die Kameraausrüstung, die ich bei so einem Kurzurlaub mit dem bis jetzt gerade ist. Ich fahre jetzt für ein paar Tage in die Steiermark und nach Niederösterreich und möchte da natürlich einige coole Videos und Fotos machen. Viel Spaß dabei! Wenn ich beruflich fotografiere, dann habe ich immer zwei Kameras dabei. Das ist aktuell die Canon 7D Mark II und die Canon 77D. Von der 77D habe ich ja gerade vor kurzem das Unboxing-Video veröffentlicht. Das ist jetzt meine neue Backup- und Videokamera. Wenn ich in der Freizeit unterwegs bin, dann möchte ich einfach so wenig wie möglich Gepäck mit haben. Und da hat die 7D meine Hauptkamera Pause, weil ich jetzt dann eben nach meiner Rückkehr habe ich gleich drei Hochzeiten zum Fotografieren und da will ich zu 100% sicher sein, dass meine Hauptkamera auch zu 100% einsetzbar ist. Darum nehme ich jetzt nur die 77D mit und jetzt einfach so von dem, was ich mache, wenn ich unterwegs bin, ist das für mich einfach die optimale Lösung. Nicht die 7D, sondern die 77D, allein schon wegen dem Schwenkdisplay. Das ist echt recht praktisch, wenn man Vlogs filmen möchte und das möchte ich jetzt machen. Das Vlog-Filmen ist alles objektiv super, was ich da jetzt drauf habe. Das ist von Canon das EF-S 10 bis 18 mm, ist ein starkes Weitwinkelobjektiv, hat einen extrem leisen Autofokus, also den hört man wirklich fast gar nicht. Und das ist halt optimal zum Vlog-Filmen, wenn ich mich selber filme und unterm Gehen zum Beispiel dann das Objektiv auf mich scharf stellt, dann wäre das blöd, wenn ich die ganze Zeit das Rattern vom Autofokus her, wie es bei dem Objektiv gerade ist, was da auf meiner 7D Mark II jetzt gerade oben ist, das Sigma 17 bis 55 mm. Das nehme ich aber auch mit, das Objektiv. Mit dem kann man super Porträtfotos machen, aber zu den Objektiven kommen wir später. Also Kamera, die Canon 77D. Meistens, wenn ich so am Vlog filmen bin, das 10 bis 18 mm Objektiv drauf. Das ist eben super im Weitwinkel. Mit den 18 mm kann man nicht mehr gar so viel anfangen, weil da die Blende schon so weit zu ist. Aber gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Was ganz wichtig ist, natürlich die Akkus. Da ist jetzt einer in der Kamera, einer da und der andere ist noch im Rucksack. Dann SD-Karten, da nehme ich immer gleich alle mit, was gerade irgendwie so herumliegen. Kann man nie genug haben. Jetzt ist es nicht so schlimm, weil ich einen Laptop mitnehme, mein MacBook und meine externe Festplatten. Das ist die, die kann ich euch auch gleich sagen. Da habe ich die von Lacy, glaube ich, sagt man zu der Marke. Die habe ich bei den ganzen anderen Videografen, Fotografen auf YouTube gesehen. Die sind ziemlich stoßsicher mit dem Schaumstoff-Gummi-Dings da rundherum. 2 Terabyte, da kann ich jetzt übers verlängerte Wochen einen Haufen Material drauf sichern. Dann konnte ich auch zum Beispiel gleich zum Videoschneiden anfangen oder ein bisschen Foto bearbeiten. Darum habe ich die immer mit und das MacBook auch. Dann muss ich die Kamera natürlich irgendwo befestigen können. Da habe ich den GorillaPod von Joby. Der ist ein Wahnsinn, der ist total stabil. Der hält die Canon 7D Mark II mit dem Sigma-Objektiv, das hat ungefähr 1,6-1,7 Kilo zusammen, je nachdem ob mit oder ohne Batteriegriff, ob das Mikrofon drauf ist oder nicht. Und der hält die wirklich bombenfest, also da kann man mit dem auch schöne Timelapse zum Beispiel machen oder Langzeitbelichtung oder eben einfach unterm Gehen das Filmen, wirklich optimal. Der ist immer dabei, ohne den gehe ich fast nicht aus dem Haus oder eigentlich gehe ich nie ohne den aus dem Haus, wenn ich die Kamera dabei habe. Und ich gehe relativ selten ohne Kamera aus dem Haus. Ja. Dann, fürs Tonaufnehmen habe ich immer das Mikrofon dabei. Das hängt jetzt gerade auf der 7D drauf, mit dem nehme ich jetzt gerade den Ton von dem Video auf. Darum kann ich euch das jetzt so nicht sagen, aber jetzt machen wir es einfach so. Jetzt sage ich das da. Das schaut so aus. Das hängt da eben gerade auf der 7D drauf. Das ist das Rode VideoMic Go. Mit der Deadcat oben drauf, das ist der Windschutz und das funktioniert wirklich super. Ohne der Deadcat, da hört man draußen einfach den Wind viel zu sehr, beziehungsweise einfach, wenn Wind ist, die Stimmen nicht so. Mit der Deadcat merkt man zwar, dass ein Wind ist, was ich gar nicht schlecht finde, weil dann hört man so ein bisschen Ambient-Sound rundherum, eben vom Wetter mehr oder weniger, halt, was gerade ist. Und zusätzlich hat man aber die Stimmen so gut, weil das Ding den Wind so gut rausfiltert. Also das ist wirklich optimal. Jetzt machen wir da mal ein bisschen Platz.
Also zwei Objektive habe ich jetzt schon gesagt, die ich immer dabei habe. Das ist eben das Weitwinkel von Canon, das 10 bis 18 mm. Dann das Objektiv, mit dem ich jetzt gerade filme, von Sigma, das 17 bis 50 mm mit einer durchgehenden 2,8 Offenblende. Das nehme ich auch ziemlich viel zum Fotografieren her. Und eine dritte Linse habe ich dabei, das ist mein absolutes Lieblingsobjektiv. Das ist das Canon 70 bis 200 mm, auch durchgehende 2,8er Offenblende. Das Objektiv ist, das ist mein absolutes Lieblingsobjektiv. Ich gehe auch ohne, wenn ich die Kamera dabei habe, gehe ich ja ohne dem nicht außer Haus. Ich nehme das wirklich sehr oft her zum Fotografieren. Zum Fotografieren ist das echt mein Lieblingsobjektiv. Wenn ich jetzt nur eine reine Fototour mache, wo ich keine Videos mache, dann fotografiere ich, ich glaube, zu 80% mit dem Objektiv. Oder vor ein paar Wochen, da war ich in Barcelona, da habe ich auch extrem viel mit dem Objektiv fotografiert. Ich glaube wirklich, zu 70-80% habe ich mit dem Objektiv fotografiert. Darum gehe ich mit dem, ohne dem eigentlich nicht außer Haus. Ich mag einfach den Tele-Look von dem so gerne. Ich fotografiere extrem oft auf 200 mm Zoom, was ja am APS-C-Sensor ja eigentlich nur mehr ist, weil das Objektiv eigentlich auf Vollformat gerechnet ist. Und ja, Porträtfotos wären mit dem Objektiv wirklich total cool. Die Unschärfe im Hintergrund ist traumhaft. Das ist einfach ein exzellentes Objektiv. Das sind jetzt die drei Objektive, die ich eigentlich die meiste Zeit dabei habe. Wenn ich jetzt nur so irgendwie in die Stadt spazieren gehe oder so und die Kamera mitnehme, dann nehme ich nur das Teleobjektiv und das Weitwinkel auf der 77D zum Filmen mit, oder halt wenn ich mit der 7D unterwegs bin, dann ist es auf der 7D. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Normalerweise nehme ich nur die Spiegelreflex mit zum, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin. Aber diesmal, wir fahren jetzt in die Steiermark und gehen da in der Therme, in Bad Blumau, um genau zu sein, die Rogner Therme. Und da ist natürlich viel Wasser. Und was tut man bei Wasser? Man braucht ein wasserdichtes Gehäuse. Und da kommt für mich zurzeit eine Kamera in Frage. Und das ist die GoPro. Wie kommt es auch anders sein? Ich habe da so eine Tasche. Das ist eigentlich von einer Softbox, oder? Softbox, ja. Und da habe ich einfach alles eingeschmissen, was ich von meiner GoPro so habe. Die ganzen Schrauben. Das kennt eh jeder, der selber GoPro hat. Das ist so der lange Selfie-Stick, will ich nicht sagen. Aber halt das ausziehbare Teleskop. Ihr wisst schon, was ich meine. Die nehme ich auf alle Fälle mit, aber wirklich nur für die Therme. Ich mag sonst den extremen Fisheye-Weitwinkel von der GoPro nicht. Man kann den zwar in der Nachbearbeitung rausrechnen, aber da leidet einfach die Videoqualität extrem drunter. Aber für die Therme ist die Kamera ganz okay, und in der Therme will man nicht mit der Spiegelreflex durch die Gegend laufen. Und ja, ich möchte einfach nur ein paar nette Fotos machen, vielleicht ein bisschen ein Video und dann ja, ganz spontan einfach. Und das geht halt mit der GoPro sehr, sehr gut. Was ich mir vor ein paar Wochen zugelegt habe und ich jetzt auch ziemlich oft mitnehme, das ist die Polaroid Kamera, das ist die iType 2, One Step 2. Und ich bin so ein großer Fan von den Polaroid Fotos. Ich mag den Stil so gern von den Fotos. Generell ist, wenn man sowas in der Hand haben kann, das, ich mag das einfach. Ich habe da nebenbei eine Wand hängen mit so einer Lichterkette, wo die ganzen Polaroid Fotos von mir drauf sind. Und die muss natürlich immer mehr befüllt werden. Da hinten habe ich eine Wordkarte hängen, da sind aber nur so gefälschte Polaroids mehr oder weniger, die habe ich einfach in Photoshop so eine Vorlage hergenommen und dann da meine Reisefotos eingefügt und die halt da rundherum geklebt. Und da sind jetzt die echten drauf, gemischt mit denen von der Insta-X von Fujifilm. Die mag ich nicht so gern, weil das einfach so kleine Büdeln werden, und mit der Kamera, mit die originale Polaroid, da werden es wirklich die originalen Polaroids eben. Und ja, die Wand muss gefüllt werden mit Fotos, darum ist die jetzt auch sehr, sehr oft dabei. Da dazu natürlich die nicht ganz so günstigen Fotos. Aber gut, ich finde, dass das wert sind, die Polaroid-Fotos. Ich mag die, wie gesagt, gern, und die ist einfach immer dabei. Da habe ich jetzt nur so anderes Equipment, was ich einfach schon mal reinschmeiße in den Kamera-Rucksack. Das ist einmal der Cardreader für die CF-Karten. Mein MacBook hat zwar selber einen SD-Card-Slot, aber für die CF-Karten, die in der 7D drinnen ist, geht das leider nicht. Darum habe ich da so einen externen Cardreader. Den habe ich immer dabei. Dann Akkuladegerät,
und so einen USB-Port mit mehreren Stecker, der ist ganz praktisch für die Steckdosen ist, ja. Und das Praktische da ist, der hat da vorne so einen Stecker, da sind verschiedene Anschlüsse dabei für zum Beispiel amerikanische Steckdosen oder wo auch immer man gerade unterwegs ist. Kauft habe ich den in Hongkong in irgendeinem binschigen 2-Euro-Shop oder so und funktioniert nach wie vor tiptop. Kann man eben die Akkus von der Kamera gleichzeitig aufladen, die GoPro zum Beispiel anstecken, das Handy aufladen und alles gleichzeitig bei einer Steckdose. Oft ist ja im Hotelzimmer wirklich so, dass man nur sehr, sehr wenige Steckdosen zur Verfügung hat. Oder in einem Hostel nur viel schlimmer, da gibt es oft gerade 2 Steckdosen für 15 Leute. Da muss man sich halt dann irgendwie ein bisschen selber zu helfen wissen. Und da ist jetzt sowas wieder extrem praktisch. Das war eigentlich im Großen und Ganzen schon die ganze Ausrüstung, was ich dabei habe. Eben das MacBook ist noch dabei. Da habe ich mir jetzt Notizen gemacht mit meinem ganzen Equipment. Und mein Kamerarucksack, das ist einfach von Amazon Basics, so ein stinknormaler Kamerarucksack, mit dem, den befülle ich dann mit meinen Sachen, wenn ich jetzt, so wie ich jetzt länger unterwegs bin, wenn ich nur, jetzt sitzen nur eine Nacht wäre oder 2 Nächte, dann würde ich mir nur ein Daypack mitnehmen, vielleicht auch nicht so viel Equipment, aber jetzt möchte ich doch mehr mitnehmen und wenn ich Zeit habe, dann ist das MacBook auch von Vorteil, drum der große Kamerarucksack. Ja, mit dem laufe ich aber dann nicht die ganze Zeit herum. Ich nehme mir dann mein Daypack mit, das ist einfach ein stinknormaler Rucksack. Und da tue ich mir die Sachen rein, die halt, von denen ich ausgehe, dass ich die im heutigen Tag brauche. Morgen zum Beispiel sind wir den ganzen Tag in Graz unterwegs. Da nehme ich dann einfach mit die 7D mit dem Weitwinkel drauf, das Tele und vielleicht die Polaroid und die Ersatzakkus. Halt. Mehr brauche ich da in dem Moment dann nicht. Und der Rest kommt dann, wenn wir dann in der Therme sind, da wird die GoPro einpackt, dann brauche ich den Spiegelreflex wieder nicht. Und ja, damit man einfach immer nur das Nötigste mit hat und wirklich vernünftig arbeiten kann. Ich mag das auch nicht, wenn ich dann viel zu viel Equipment mit habe, weil dann denke ich, in die verschiedenen Momente fange ich dann an, zu viel nachzudenken, okay, jetzt könnte ich das nehmen oder das Objektiv oder die Kamera oder vielleicht doch die Kamera mit dem Objektiv und im Endeffekt ist der Moment dann schon vorbei und das will man nicht. Ja, das war es im Großen und Ganzen schon jetzt von meinem Video. Jetzt packe ich meinen Rucksack zusammen, damit wir dann morgen ready sind zum Fahren. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Equipment habt, dann einfach unten in die Kommentarbox schreiben. Vielen Dank, ich freue mich auf euch in die Kommentare. Also, bis bald, macht es gut.